bist heute bei uns zu Gast. Darüber freuen wir uns sehr. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Das ist meine erste Frage immer, ob du dich hier wohlfühlst. Ich fühle mich sehr wohl. Das ist natürlich eine angenehme Situation. Ja, du liegst auch schon wie Kleopatra. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe das stundenlang geübt in meinem Badezimmer heute Morgen. Echt jetzt? Ich habe heute nicht gebadet. Zu Milch kommen wir später noch. Warum, verrate ich dir noch nicht. Aber das finde ich ja schön, dass du dich auf diese Sendung vorbereitet hast. Natürlich, das mache ich auf jede Sendung, denn das erwarte ich ja auch von meinem Gastgeber dann. Echt, du hast ja auch noch die Zähne geputzt. Ja? Extra für uns heute. Mimchen, deine erste, ich nenne dich aber lieber Jasmin, ja, ich nenne dich sonst auch immer Jasmin. Gerne. Jasmin, deine Single heißt Ist deine Liebe echt? Ja. Gibt es denn eigentlich noch so echte Liebe in diesem Geschäft? In diesem Pop-Business? Meinst du, dass man eine Liebe mit dem Business entwickelt oder mit Personen im Business? Okay, wir teilen das auf. Mhm. Fangen wir erstmal mit dem Business an. Also ist es nicht so, dass auch ganz viel Schikane immer in diesem Business dabei ist, viel falsche Leute? Also dass man sehr lange überlegen muss, auf wen man sich einlässt oder sich ganz oft auf falsche Personen noch einlässt? Es ist eine Hassliebe, da gebe ich dir recht. Ich meine, gerade wenn es darum geht, dass du dich wohlfühlst. Da gibt es selten Situationen, es gibt auch selten Leute, bei denen du dich auch wirklich fallen lassen kannst. Aber sie gibt es. Und ich habe auch nicht den Anspruch, mich mit jedem gut zu verstehen. Finde es ganz angenehm, dass ich mir ein paar Leute rausgesucht habe, denen ich vertraue und wo ich auch gemerkt habe über einen gewissen Zeitraum raus, dass sie halt auch mich als Menschen mögen und ich sie als Menschen mag. Und wenn du die dann auf Partys zum Beispiel triffst, dann kannst du auch so privaten Spaß haben, echten Spaß haben, weil dich was verbindet. Aber was verbindet uns denn jetzt? Ja, das ist für mich eine komische Situation zum Beispiel, weil ich dich eher als jemand Privates kenne. Und wenn ich dich jetzt vor Kameras treffe, in einem... Das musst du jetzt nicht sagen. In einem Interview, dann ist das komische Situation im ersten Moment, aber jetzt fühle ich mich ja auch schon wieder ganz gut. Nee, weil das ist ja mal gefährlich, dass wir Scherze machen, nur wir verstehen so Insider, ja, und alle, die es gucken, sich denken, was reden die da, warum lachen die, ist doch gar nicht lustig gewesen. Meistens lachen die Leute mit, wenn man wirklich auch selber lacht. Okay, dann müssen wir nichts mehr reden, sondern lachen nur noch. Und dann kann man dazu natürlich noch sagen, dass dass vieles natürlich nervt. Also viel, was nervt denn? Viel Reisen nervt, nicht das Hinkommen, aber der Weg dahin ist immer anstrengend. Also wenn man sich pausenlos eben in den Flieger setzen muss oder vielleicht auch mal 7 Stunden unterwegs ist. Und wenn man dann da ist, viel Wartezeit. Du musstest ja auch eben ein bisschen auf mich warten. Und mir wurdest ja auch 3 Stunden geschminkt. Ne, das ist aber auch okay, mein Freund, die müssen auch geschminkt werden. Aber das ist ein netter Aspekt, finde ich, dieses viele Reisen und viel unterwegs sein. Du bist jetzt hier in einem Bett, das ist ja auch schwer zu erkennen, aber du schläfst ja auch ganz oft... Auch in fremden Bett. Betten. Immer in fremden Betten. Mhm. Was ist denn so besonders eigentlich an deinem Bett? Also, dass du nach Hause kommst? Ich habe nur eine Matratze in meinem Zimmer. Ist das ein bisschen schlecht für den Rücken, oder? Ich mache mir nur Sorgen. Ja, du hast recht. Aber ich fühle mich da so ganz wohl. Was ist da? Was? Ich weiß nicht, ist der Geruch vielleicht. Der Geruch... von dem ganzen Haus, von der Bettwäsche, die riecht nicht steril nach super Waschmittel, sondern halt nach mir, weil ich da vielleicht auch schon 2 Wochen drin geschlafen habe. Und ich glaube, du kennst ja unseren Deal bei uns, ne? Immer wenn ich unanständige Fragen stelle, dann darfst du mir mit dem Kissen einen auf den Kopf schlagen. Das wird mir mehr wehtun als dir. Dann nimm dir schon mal das Kissen. Es riecht nur nach dir, dein Bett. Bestimmt nicht ausschließlich, nein. Okay, wer, das meine ich jetzt aber auch nicht irgendwie auf irgendwelche Liebespartner nur bezogen, aber wer darf denn in deinem Bett sein? Also ich bin grundsätzlich jemand, der nicht gern allein schläft. mit ganz netten Gedanken verbunden. Also ich finde es total klasse, wenn eine Freundin lang bei mir bleibt und sagt, hey, ich möchte hier schlafen, dann kann sie bei mir schlafen. Genauso Freunde und halt Leute, die mir noch näher sind, natürlich auch. Hast du das früher auch immer gemacht? Also ja. Als du zum Beispiel jetzt noch nicht
sagen wir mal, 10 warst, dann fand man das ja immer ganz toll. Ich fand das auch immer früher toll, wenn ich mal mit meinem besten Freund schlafen durfte. Da haben wir zu 4 oder zu 5 im Bett geschlafen und mit einer Bettdecke und eigentlich hat niemand ein Auge zugetan. Aber nein, ich finde es einfach schön, wenn ich Menschen mag, dann mag ich die. Und es ist irgendwie viel beruhigender, wenn jemand neben dir schläft, als wenn du da ganz alleine im Bett bist. Egal, wer das ist. Nervt dich das? Also es müssen Leute sein, die ich mag. Also, das ist ja klar. Das hoffe ich auch für dich. Aber hey. Nervt dich das, wenn andere mal spekulieren, wer da bei dir im Bett liegt, aber halt nicht nur neben dir? Ich glaube... Wird ja immer so... Ich glaube, solche Spekulationen, das ist, glaube ich, für jeden Menschen interessant. Ich interessiere mich auch sehr dafür, wenn ich lese, dass Kollegen oder Leute, die man eben kennt aus Fernseher oder aus den Zeitschriften, sich irgendwie neu zusammengesteckt haben oder so. Das ist schon was Interessantes, deswegen kann ich auch absolut verstehen, dass das in meinem Fall auch so ist. Es wäre auch schlimm, wenn nicht, dann würde ja irgendwie, wäre ich in dem Moment nicht ganz so interessant wie die anderen. Das wäre nicht gut. Aber irgendwie ist ja noch dieser Schein so da. Ich meine, du hast vor 5 Jahren angefangen, warst du noch sehr jung. Mhm. Und hast du manchmal das Gefühl, dass vielleicht Blümchen auch unterschätzt wird? Also Blümchen ist ja immer mehr zur Frau geworden. Ja. Und von dem Teenie, selber Teenie sein, zur Frau. Ja. Dass Leute Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, dass du jetzt eine ernsthafte, feste Beziehung führen kannst. Das ist natürlich, das sind dann zwei Seiten. Also für viele ist Blümchen bestimmt nicht älter geworden, hat viel gelernt, weil Blümchen ist einfach so plakativ, das kann man mit so viel Naivität und so viel, so einem leichten Leben verbinden mit einer Welt, die nur rosa ist, verbinden. Wenn man das tut, dann denke ich mal, glaubt man auch viele andere Sachen, wenn man sich einfach nicht mit der Welt oder mit seiner Umwelt beschäftigt. Und wenn man aber guckt, dass Jasmin die Künstlerin ist, die dahinter steht oder dafür steht, dann hat man gemerkt, dass die von einer 15-jährigen kleinen Göre zu einer 20-jährigen großen Göre geworden ist. Welcher Künstler hätte ich gerne? Befreundete Künstler oder welcher Künstler sagt, hey, ich habe mir deine neue Platte gekauft? Also es gibt viele Leute, die meinen, sagen zu müssen, dass es grundsätzlich verkehrt wäre, meine Musik zu hören. Und die sagen dann immer dieselben Gruppen, weil sie denken, es ist cooler, andere Gruppen zu hören. Das ist fein. Was ich gerade witzig finde, es kommen viele Leute, die vielleicht noch nicht so den ganzen großen Durchbruch geschafft haben, die Rockbands oder Punkbands, die sagen, das, was du machst oder das, was das Gesamte darstellt, inklusive dir, das finden wir klasse. Wir haben Poster in unserem Tourbus und das mögen wir. Also es gibt die verschiedensten Leute, genauso viele Leute, die sagen, wie kannst du das nur verbrechen? Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, wenn man polarisiert. Also das sagt man. Wie bist du auch ein bisschen stolz drauf, oder? Wenn du das sagst, zu polarisieren, dann grinst du dabei so. Nein, ich bin stolz. Also man muss das einfach so sehen. Als ich angefangen habe, dann war das Musik, da war das als allererstes ein Lied, das ich klasse fand, und ich habe es als Chance gesehen für mich zu lernen. Man hat damals nicht sprechen können, dass es irgendwie eine lange Karriere werden würde. Man hat davon nicht mal sprechen können, dass es überhaupt in die Charts geht. Ich habe mir gedacht, vielleicht verdiene ich ein bisschen mehr Taschengeld und habe ein bisschen die Möglichkeit, das Studio kennenzulernen, mit Produzenten mal was zu tun gehabt zu haben. Ich fand das war einfach die Mutter des Gedanken. Und daraus ist das entstanden. Und dann ging es immer weiter. Und für diese Linie ist es einfach eine runde Sache. Und man kann auch stolz drauf sein. Ja, das sollte man auch. Ja. Also apropos die Mutter verwaltet ja auch dein Geld. Blümchen ist Taschengeld natürlich, ist ja klar. Kommt ja nichts mehr rum. Bei 4 Millionen verkauften Platten haben wir nichts auf dem Konto. Kommt alles durch diesen Manager. Ja, genau, Britta. Ja, die Britta. Nein, aber kommen wir nochmal zu was ganz anderem. Es ist ja so, dass Blümchen nicht nur Musik macht, sondern Blümchen auch moderiert. Du hast mir die Playback-Show gemacht. Und jetzt, das ist ja eigentlich der totale Hammer, die Schlagzeile überhaupt, Blümchen löst Gottschalk ab. Das passiert ja nicht jedem, dass man mal den großen Tommy ablösen kann. Naja, das ist bestimmt auch was anderes, ob man Thomas Gottschalk bei Disney Film Parade oder bei Wetten, das ablöst. Ja gut, das ist ja noch gar keinem passiert eigentlich. Aber, du schwitzt. Ja, ich schwitze.
Das regt mich so auf. Nein. Nein, aber dieses Oberteil zum blauen Kissen, das müsst ihr doch zugeben. Das passt. Da darf man schon mal schwitzen als Mann. Ich finde, das sollte gestattet sein. Ich hatte ja Holger angeboten, dass wir uns so in Pyjama teilen. Er hätte dann die Hose anbehalten und ich das Top. Ich habe ja Blümchen angeboten, ich nehme ihr Top und ja, genau, sie hält die Hose an. Aber es wollte sie auch nicht, glaube ich. Aber Holger sagt, er ist Brüder. Ja, das stimmt auch. Das gebe ich zu. Aber reden wir noch ein bisschen über Disney. Apropos Brüder, reden wir über Disney. Disney. Ja. Das ist klar. Gute Überleitung. Ja, ne? Da bist du ja auch unterwegs und jeder Jugendliche wird sagen, boah, wie klasse, die schifft von einem Disney World ins nächste. Mhm. Das ist mein größter Traum. Ich will mit. Wie ist das für dich? Ist das auch so ein bisschen Back to the Roots zu vor 5 Jahren? Vielleicht, als du auch noch mehr mit Disney anfangen konntest? Können ja auch viele Ältere mit Disney, das ist ja jetzt klar. Ja, aber ich glaube, ich kann inzwischen, also mit 15 habe ich die Filme gar nicht so sehr geguckt. Das fing dann erst an, dass die Begeisterung dafür gewachsen ist und ich mir dann die Filme wieder geholt habe. Also die Disney-Filme, die sind einfach schön. Da glaube ich, findet man so schnell keinen, der die nicht mag. Aber wie ist es, in einem Atemzug mit Disney genannt zu werden? Es ist schön. Es ist ziemlich aufregend, wenn ich bedenke, was alles für Möglichkeiten da gibt. Also wenn man ein bisschen da dran ist und man sich miteinander versteht, dann fangen ganz schnell so Spinnereien an, was man noch alles zusammen machen könnte. Und das geht natürlich über Musik oder über Mode, ist in ganz viele Bereiche rein. Und das ist sehr spannend. Für mich ist es auch was Schönes, in die Parks reisen zu können, weil man weil man überall vordrängeln darf zum Beispiel. Man muss sich nicht anstellen in den langen Schlangen, wie es normalerweise ist und so. Und komm, sei ehrlich, erzähl uns mehr. Und man kriegt Getränke umsonst. Ja, aber man sieht auch, man sieht halt auch die andere Seite. Also man kriegt auch so Einblicke in Bereiche, die eine Schraube fehlt in der Achterbahn oder was? Nein, man kriegt halt Einblicke in so eine Arbeit. Es ist halt für mich immer das Spannendste, so festzustellen, wie Fernsehen wirkt und aus einfachen Sachen kann das alles gebastelt werden. Also ich möchte jetzt nicht, dass du uns hier degradierst, dass wir hier Pipi-Jobs machen, ja? Nein, das sage ich so ja gar nicht, aber was alles über Kamera wirken kann, was man mit dem normalen Auge als gar nichts Besonderes wahrnimmt, ist ja einfach so. Was ist der Unterschied zwischen Fernsehen und Musik? Also es gibt bei uns das ja auch. Ich habe dich das ja nicht ohne Grund gefragt mit der Liebe, echten Liebe und Verständnis im Business. Das ist glaube ich egal, solange es um Öffentlichkeitsarbeit geht. Ich glaube, das geht ja einem Tennisspieler nicht anders und auch einem Jazzmusiker, einem Moderator oder einem Schauspieler. Die haben ja alle dieselben Mittel zur Verfügung, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Für mich wäre nur Moderation mehr, fände ich für mich. Also da müsste ich schon 2-3 Sendungen haben, zum Beispiel so wie du, damit das immer spannend bleibt. Wenn man nur eine Sache moderiert und das irgendwie alle 3 Monate mal zum Beispiel Disney Filmparade, dann wäre mir das ein bisschen Ja, aber mir ist es ja schon zu stressig. Ich werde ja auch nicht jünger. Ich wäre froh, wenn ich eine hätte. Oh Gott, ja. Ja. Weil ich wäre völlig überfordert. Es stresst mich alles. Na, aber apropos, ist das nicht manchmal zu viel? Studio, Video drehen, Liederstudio, Tour machen. Es ist in Disney Park Gott sei fahren. Dank meistens immer eins zur Zeit. Also entweder bin ich im Studio und dann bin ich da so lange, dass ich das nervt, es ist langweilig, dann will ich raus mit den neuen Liedern und dann bin ich oft unterwegs oder zum Beispiel auf einer ganzen Tour und am Anfang ist es spannend, zwischendurch kriegst du wirklich so einen Hänger und dann am Ende kriegt es so eine Eigendynamik und wird dann schon wieder sehr komisch und macht sehr viel Spaß, aber die Abwechslung ist halt wichtig dabei und es ist sehr langweilig. Ich meine, das kann man schlecht Leuten erklären, die nicht drin sind, aber es wird leicht sehr langweilig, weil die Vorkommnisse immer dieselben sind. Also man geht halt nochmal ins Studio und aber das kann man auch sein Leben lang nicht machen. Man kann doch naja. Nicht immer dasselbe machen, oder? Nein, oder? Deswegen muss auch immer mal was anderes kommen. Und was kommt denn mit 30? Wenn du 30 bist? Also ich sehe mich ja, also was witzigerweise oft gesagt mit Blümchen wäre, also das kommt natürlich auch oft, dass Blümchen immer am Ende ist oder überhaupt ich sehe mich als Künstlerin erst am Anfang. Ich sehe mich erst am Anfang einer Laufbahn und entdecke halt immer mehr über mich und lerne immer mehr über mich. Und das
das geht erst richtig los. Und wenn ich 30 bin, also in 10 Jahren, das ist ja auch nicht viel Zeit, die rast ja wirklich, könnte ich bestimmt vielleicht schon 1 oder 2 Kinder haben. Hab vielleicht. Blümchen, die Mutter? Er hat mir zugestanden, dass ich ein gebärfreudiges Becken hätte. Ja, das habe ich ehrlich zugegeben. Das war mein Scherz vorhin. Ja? Also, aber ich stelle mir gerade die Schlagzeile vor. Blümchen ist schwanger. Ja, wie ist das passiert? Das hört sich so an, als ob es ein ganz großer Unfall ist. Ja, das viel, zu viel, so viel zu früh passiert ist. Ja. Nein, aber, nein. Heißt du dann noch Blümchen? Ich denke nicht, nein. Also Blümchen hat für mich auch viel mit der Musik zu tun, so wie es angefangen hat. Und irgendwann ist diese Sache auf, fängt einfach was Neues an. Dann wird eins zum Ende kommen und was Neues wird anfangen. Und für mich ist Blümchen auch stark die Musik. Und das, wenn ich da was anderes machen würde, dann denke ich, dass auch Blümchen mit den Techno-Beats. Ja, solange du dich dann ja nicht als Mutter Drombusch nennst. Also ich sag ja gar nicht, dass ich irgendwas gegen den Namen hätte. Es ist einfach nur die Assoziierung, die Leute halt einfach damit verbinden. Mhm. Dann, also ich möchte gern Kinder haben. Vielleicht klappt das ja auch später oder gar nicht oder viel früher. Ich hätte ein bisschen Mühe geben. Was ich sehr schön finde, ist Regie. Für meine Videos versuche ich halt so viel wie möglich an der Story mitzuarbeiten oder auch und habe mit Camelot auch eine Produktionsfirma gefunden, die mir auch viele Möglichkeiten gibt, die mir sehr viel beibringen, die mich beim Schnitt mit dabei sein lassen und ich einfach mich da so ein bisschen einklinken kann. Du, das kannst du auch gerne auch hier machen. Also wenn du jetzt so ein schönes Bild haben möchtest über den Spiegel oder so, du musst jetzt einfach unserem Udo sagen. Das ist der hinter der Kamera. Ja, meistens sind ja Leute dann ein bisschen empfindlich. Also man muss der macht alles, was du willst, glaub's mir. Wirklich jetzt, wenn du jetzt irgendwas sagst. Das ist ja langweilig, wenn er alles macht, was ich will. Ach so. Sag ihm doch mal was, jetzt tu mir doch mal den Gefallen. Lass mich doch das mal zu Ende führen. Also was finde ich halt interessant, dann weiß ich nicht, vielleicht kriege ich auch irgendwann mal, vielleicht drehe ich auch irgendwann noch einen Film oder 1 oder 2 oder 3 und dann gefällt mir das viel besser. Oder ich studiere. Also ich kann mir viel vorstellen. Also ich glaube nicht, ich bin kein Mensch, der sich langweilt. Also ich kann mich mit allen möglichen Kram beschäftigen. Aber wenn du das jetzt alles mal zurückverfolgst, 5 Jahre, ganz früh angefangen, man hat ganz viel gelernt und viele Menschen kennengelernt, mit denen man heute vielleicht gar nichts mehr zu tun haben möchte, würdest du irgendwas anders machen, hättest du angefangen? Also wenn du jetzt nochmal, wenn ich jetzt sagen würde, wir fangen jetzt nochmal von vorne an, dich kennt keiner, alles nochmal von vorne. Was würdest du mir sagen, was auf keinen Fall wieder passieren darf? Also ich hätte bestimmt öfter mal Nein sagen können und zu was sollen. Ach, ich habe nur ganz am Anfang habe ich immer gedacht, das geht, also man kann nicht Nein sagen, man kann nicht mal Nein. Also es gab immer so die Reihenfolge, lass uns das machen, ja, ja, ja. Und ich habe irgendwie nicht gedacht, dass ein Nein auch funktioniert. Und dann habe ich irgendwann Nein gesagt, und es war auch kein Problem. Es ist kein Problem. Und also solange man die Sachen, die man macht, auch vertreten kann und dahinter steht, ist es auch in Ordnung. Und ich stehe zu allem, was bisher passiert. Es gibt viele Sachen, auf die man hätte verzichten können, aber dadurch weiß ich jetzt, dass ich sowas dann vielleicht das nächste Mal anders machen werde und das ist gut so. Blümchen, ich wünsche dir ganz viel Glück und ich wünsche dir auch, dass du immer freundlich Ja sagst und ganz freundlich Nein. Das ist ganz wichtig. Und mach das so, wie du dir das am besten vorstellst für deine Zukunft und darauf stoßen wir jetzt an. Ja, bei uns höre ich aber mit Milch angestoßen, weil wir keine Kohle haben. Weil Blümchen so eine hohe Gage kriegt, wegen der Milch, denn die Kohle reicht halt nicht für vernünftige Getränke. Das ist dein Glas. Und vielen Dank. Hey, das war sehr schön. Deswegen mache ich das übrigens, diese Sendung, weil ich mal diesen Kuss kriege am Ende. Auf dich? Nee, auf dich trinken wir jetzt. Prost. Und ich habe auch noch ein Abschiedsgeschenk für dich. Ist auch ganz wichtig. Das ist jetzt nicht so ungeschickt. Ja, ist okay. Es ist ein Job-Schlafanzug und das ist eine Job-Decke.
damit dein Bett einfach noch schicker ich wird, gemütlicher. Kann egal, man die auch in den Garten packen? Die kann man auch in den Garten packen, damit kann man picknicken. Nehme ich. Das ist klasse, danke schön. Schön. Wolfgang Job, du wirst dich freuen, das ist eine Gartendecke, wenn sie mal als Gartendecke verkaufen. Also nochmal, auf dich, schön, dass du da warst. Danke. Was noch viel wichtiger ist, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt über Blümchen oder Jasmin Wagner, findet ihr den natürlich auf unserer Seite. Und was noch viel wichtiger als wichtiger ist, ist natürlich, dass man deine Platten kauft. Und das ist einmal die Single, Ist deine Liebe echt? Und noch viel wichtiger als wichtig, wichtig, das ist natürlich das Album, Die Welt gehört dir, von Blümchen für euch. Kauft die Platten, Blümchen ist glücklich, schaut auf unsere Seite, ich bin glücklich. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.